klar, wenn es weiter nichts ist. Ja klar, durch das Wasserfall kommen wir ja schlecht wieder raus. Ich würde einfach probieren, den Weg hier links zu gehen. Ja, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Auf dem PC in der 78. Folge. Da oben wollte ich noch hin. Da war mir so, finden wir noch einen Schlüssel. Ja? Da wollte ich aber mal gucken, ob wir da überhaupt hochkommen. Okay, ja doch, sieht gut aus. Muss ich so mal glotzen. Kann ich hier hochklettern? Die Frage. Nein. Kein Problem. Hier komme ich hin und hier komme ich hoch. War das hier? Irgendwo muss ein Schlüssel sein. Hoch. Wollte ich jetzt nicht? Hier war die Truhe, wo ich hin wollte, aber das ist nicht... Wo war dieser scheiß Schlüssel? Den wollte ich noch einsammeln eigentlich, muss ich sagen. So ein Mist. Der wurde mir doch aber letztes Mal auch noch angezeigt, ne? Akbordas Vermerk. Wie sie schrien, wenn ich an ihnen arbeite. Jene, die mich besuchen, laute, wie sie kein körperlicher Schmerz hier hervorriefe. Könnte ich sie nur trösten. Das weiße Feuer wird euch läutern, das Brennen von Schmutz fortwaschen. Und das bleibt, was bleibt, ist Reinheit. Welch Qual es ist, sich ohne jede Trug zu sehen. Jeden seiner Winkel zu kennen, sich verkommen, unbedeutend jemalig zu wissen. Die Weide ist schwer zu ertragen, doch ich werde sie zwingen, sie zu erblicken und am Ende werden sie alle sehend sein. Du meinst. Muss doch was sein. Da flippe ich aus, Alter, wenn ich den Schlüssel jetzt hier nicht finde. Wo ist dieser Mist? Das gibt's doch nicht. Oder da? Ja. Ja. Ist sie immer noch drin? Ey, dass sie jetzt den Schlüssel nicht anzeigt, ne? Das ist halt schon wieder eine Belastung, ne? Hab ich mal letzte Folge mir nochmal angeguckt, dann wüsste ich wahrscheinlich, wo der ist, aber. Hm. Es war halt aber auch irgendwo hier. Er wartet doch auch irgendwo. Ich hatte mir das doch sogar markiert gehabt. Warte mal, hilft mir der hier noch? Nee. Nee. Kannst du bitte aufhören zu steigen? Da ist doch der Schlüssel, siehst du das? Genau. Da, aber da ist nur die Truhe, ne? Er findet diese Steuerung, Alter. Da soll der Schlüssel sein. Aber da ist die Truhe drin, ne? Es ist doch da oben. Da wird mir angezeigt, ist dieser scheiß Schlüssel. Da ist dieser Schlüssel aber nicht. Da ist nur die Truhe. Da habe ich doch versucht hochzuklettern, oder? Dieses Ding. Ja, da soll ein Schlüssel sein. Quatsch. Da ist dieser Schlüssel. Ne? Da ist kein Schlüssel. Da waren wir gerade drinne. Da ist kein Schlüssel. Da ist nur die Truhe. Schade. Werde ich jetzt aber auch nicht mehr danach suchen. Da habe ich keinen Bock. Ist mir jetzt auch wieder zu. Zu belastend, sag ich mal. Hier.
Okay, nee, vielleicht ist er ja da oben, aber... Hä, Digga, was? Hä? Wen willst du denn jetzt hier flachsen, Alter? War das doch hier dieser Weg? Aber... Ja, aber hier ist es... Ach nee. Ah. Warum nicht gleich so? Was ist das für eine Navigation hier, Alter? Was eine Belastung. So, dann will ich die jetzt natürlich doch noch mitnehmen, ne? Ah. Wunderbar. Wir haben Ymirs Blutstein. Ein Reichtum. Tja, es gibt schon wieder so viele Reichtümer. Da werde ich mich einfach nicht drum kümmern. Um so viel. Ja, ich wollte eigentlich nur hier raus, ja. Ja. Das war eigentlich schon... Eigentlich war es schon ganz gut. So, dann machen wir jetzt endlich mal weiter. Wo ist denn das jetzt hier schon wieder, da? Die Truhe wollte ich mitnehmen, die haben wir mitgenommen. Bin ich zufrieden, persönlich, muss ich auch sagen. Wie gesagt, wir machen eigentlich nur das Wesentlichste, aber wenn schon mal sowas in der Nähe ist, dann nehme ich das natürlich auch mit. Das ist klar. Jetzt. Gehen wir mal weiter. Oh, hi. Ja. Ich fühle mich schon stärker. Ich finde Ava trotzdem besser. Aber egal, die Story finde ich auch interessant, auf jeden Fall. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Idee. Gegen die zu kämpfen. Also dementsprechend glaube ich, wäre das das Beste, wenn ich jetzt hier einfach mal eben so Ciao mache. Finde den Wasserfall und betritt ihn. Ihr lasst mich in Ruhe, ne? Hier sollte der Wasserfall sein, aber ich sehe keine Spur von ihm. Vielleicht finde ich irgendwo einen Weg, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Ach, schon wieder so ein Scheiß. Das letzte Mal, als wir sowas hatten, habe ich das nur durch Zufall gelöst. Ich muss sehen, was du siehst. Sind so viele Schlüssel auch scheinbar irgendwie. Ja, okay, aber was soll ich jetzt sehen? Hier ist noch was, also... Weiß ich jetzt nicht. Lass einfach mal nachschauen. Gar kein Stress hier. In einer Stunde ist es schon irgendwie offen. Dieses Land verbirgt seine Geheimnisse gut, jedoch nicht gut genug für mich. Uralte Gravierung. In frühen Zeiten sah dieser verfluchte Ort dreierlei Kinder wimmernd, spuckend zur Welt gebracht. Wurmzahn, Wolfskralle, Albend lebt schön und verwest zu gleichen Teilen. Achso, Halbend lebt schön und verwest zu gleichen Teilen. Eine zu erwürgen, einer zu verschlingen, eine die Beschämten zu verwahren. Wenn wir das jetzt damit lösen sollen, habe ich überhaupt keinen Plan, sage ich dir auch ganz ehrlich. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das heißt. Alter, was ist denn... Hä? Ach, das ist doch auch wieder eine Lächerlichkeit, weißt du? Auf einmal ist es halt da, so. Es ist irgendwie... Da soll ich jetzt rein, oder was? Was ist mit meiner Uhr hier? Wieder eine E-Mail, perfekt. Wurzeln will er uns versammeln. Dieses Land ist wild, doch voller Wunder. Ja. Geil sieht schon aus, das muss man sagen.
Wir haben sicher schon hier eben. Ein hohes Bad. Ist ja unglaublich. Yggdrasils mächtige Triebe reichen in jeden Winkel dieses Reiches. Das muss wohl diese Altweiberklaue sein. Die Luft riecht seltsam hier unten. Sie riecht stark. Sicher, Altweiberklaue. Es sollte hier noch mehr geben. Gehen wir erstmal hier weiter, würde ich sagen. Noch tiefer rein. Machen wir noch eine. Noch eine Wurzel und es reicht. Bringt eh nichts. Sind diese verfluchten Wurzeln? Will ich das wissen, wo die dritte ist? Nee. Ja. Da geht es auf jeden Fall weiter, hier aber auch. Da hinten sieht es zum Beispiel wieder nach so einer Wurzel aus, ne? Ah, schade. Aber hier geht es auch wieder weiter, ich habe doch gar keine Ahnung. Ach, hier haben wir angefangen. Hm. Ja, das ist belastend. Das heißt, wir kommen von hier, das heißt, dann gehe ich jetzt einfach hier rechts rein. Da dürfen wir noch nicht gewesen sein. Hier geht es auch weiter, ne? Jetzt langsam wird es irgendwie ein bisschen belastend, sag ich so. Okay, hier waren wir aber auch definitiv noch nicht. Warum ist das ja alles mal so groß, ey? Übertreibt's halt. Direkt. Ah, wunderbar. Das sollte Angaboda genügen. Jetzt muss ich nur noch einen anderen Ausgang finden. Es muss noch einen Höhlenausgang geben. Klar, wenn es weiter nichts ist. Ja klar, durch das Wasserfall kommen wir ja schlecht wieder raus. Ich würde einfach probieren, den Weg hier links zu gehen. Hier oder so. Vielleicht haben wir ja Glück. Gar keinen Plan, aber... Ist auch wieder ein Kreis. Na gut. Gehen wir mal weiter hier hin. Vielleicht ist hier noch was. Ah, sieht gut aus. Jo! Das ist ein Ausgang. Okay. Dieser Wurzeln dreht sich mir der Magen um. Ja, dann bin ich mal froh, dass ich das jetzt hier gerade mal nicht... Zeig es mir. Ah, ist das noch zwei. Dos Schlüssels, die nehme ich mir noch ganz gerne mal mit, würde ich sagen. Umsonst, ne? Also. Brief an die Ausreiserin Schwenhild. Wenn du es soweit schaffst, findest du hier eine Kleinigkeit von mir, um die Reise nach Asgard zu bezahlen. Ich bete, dass du es schaffst. Ich bete, ich auch, Freiheit oder Tod. Die Schlüssel für die Truhe sind unweit versteckt. Du brauchst beide, um sie zu öffnen. Sie haben jeden Flecken hier abgesucht. Aber diese Jüttner sind so verdammt groß, dass sie nie nach oben blicken. Wir sehen uns auf der anderen Seite, hoffe ich. Aha, guck mal. Die beiden Schlüsseln. Bekommen wir tatsächlich eine Truhe nochmal auf, die wahrscheinlich da drin ist. Ne, für umsonst und mal eben schnell gemacht, sage ich mal ganz ehrlich. Nehme ich mal.
Wo? Hier schon wieder. Hä? Was siehst du, alte Freundin? Aber hier. Aufheben. Hier ist kein Schlüssel. Dass dieses Navi auf Nähe einfach nicht funktioniert, regt mich echt auf, ne? Muss ich halt auch mal so sagen, ne? Hier einfach drinnen, da ist ja nichts. Also. Da drin oder was? Mann, lasst mich doch da hin jetzt. Funktioniert denn der Scheiß? Hat schon eine Belastung gerade wieder, ne? Wo ist der zweite hier? Ist das da? Hier direkt da. Hier. Ist der da drunter oder was einfach? Du sollst klettern, Mann. Oh Gott, ist das wirklich... Ah, hier ist tatsächlich ein Schlüssel. So. Wo ist der aber hier? Unter mir, denke ich dann nochmal. Wahrscheinlich kann ich doch einfach das hier... Geht kaputt. Da brennt auf alle Fälle was. Aber ich kann das hier vielleicht auch kaputt machen. Nö, kann ich scheinbar nicht. Da geht das so. War das schon davor so weit unten? Weiß ich nicht mal. Ja, da ist der, ne? Was frage ich eigentlich? Psst. Mann, ey. Nee. Ist das eine Belastung oder ist das eine Belastung? Wieso brennst du auch nicht ab, du Stück Scheiße, Alter? Wenn ich da... Das Ding muss man doch irgendwie durchkriegen da oben. Wieso kann ich das jetzt hier nicht? Ja, geh doch mal auf das richtige Fass. Alter. Boah, regt mich das auf, Alter. Das muss man doch hier irgendwie erreichen können. Das kann doch nicht wahr sein. Dass das hier auch nicht abbrennt, ne? Das finde ich auch schon wieder eine Belastung. Wie soll das funktionieren, bitte?
Das kannst du auch absolut knicken. Ich raste hier aus, Alter. Das gibt's doch nicht. Wie stellen die sich das hier schon wieder vor, diese Wichser, Alter? So, leider muss ich sagen, war es das schon wieder für die Folge, Freunde. Wir müssen immer pünktlich Schluss machen. Wir rätseln auf jeden Fall nächstes Mal noch weiter. Ich habe auf jeden Fall noch Bock, da weiterzumachen. Vielleicht hatte sowas damit zu tun, ne? Lass ich sein. Schauen wir mal. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.